Ja, herzlich willkommen zu diesem digitalen Vortrag zu einem Projekt, was wir gerade durchführen, online-basierte Sucht- und Gewaltprävention bei Fußballfans. Mein Name ist Daniel Daimel, ich bin Professor für klinische soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule in Aachen. Und zusammen mit meiner Kollegin Laura Araste-Rozari arbeite ich an diesem Projekt und führe das durch. Und genau, und wir haben ja nachher um 12 Uhr nochmal Zeit für Diskussionsrunden, wenn es zu diesem Projekt noch Fragen gibt zu unserem Thema. Ja, diese Bilder kennen Sie alle wahrscheinlich aus dem Fernsehen oder wenn Sie selber mal im Fußballstadion waren. Choreografien, tolle Stimmung, Atmosphäre, Fans, die mitfiebern. Das ist etwas, was ja sehr besonders ist im deutschen Fußball, dass es eben solche Inszenierungen gibt, dass es Fans gibt, die durch aufwendige große Choreografien ihre Teams anfeuern und begleiten. Und natürlich gibt es noch eine andere Seite des Fußballs, nämlich dass es dort eben auch zu Gewalthandlungen kommen kann, dass es auch rassistische Äußerungen gibt, dass es so Diskriminierung gibt. Also auch diese Kehrseite gibt es selbstverständlich auch dort im Fußball. Und wir haben seit längerem beschäftigen uns mit dem Thema Substanzkonsum in Fußball-Fanszenen und eben auch die Dynamik zwischen Gewalt und Substanzkonsum und haben dazu bereits ein Projekt durchgeführt. Aber da werde ich ein bisschen später darauf eingehen. Ich möchte gerne erstmal überlegen oder Überlegungen anstellen, was sind überhaupt Fußballfans und wen gibt es denn da? Und was sind so die Fans, über die wir so sprechen, wenn wir über diese Dynamiken und Verbindungen zwischen Substanzkonsum und Gewalterfahrung sprechen? Grundsätzlich muss man sagen, dass es nicht die Fußballfans oder die Fußballfanszene oder Szenen gibt, sondern das ist ein sehr heterogenes Gebilde und dynamisch. Es unterliegt permanent Veränderung. Also das ist eben kein statisches Konstrukt, Fan zu sein im Fußball. Gunther Appels, Fanforscher, der hat das mal so anhand der Motivationslagen aufgegliedert und gesagt, es gibt ja einerseits konsumorientierte Fans, fußballzentrierte, für die das Spiel eigentlich im Fokus liegt. Aber eben auch erlebnisorientierte, das ist dann eher die, die sich sehr stark dort identifizieren und für die dann eben auch das Teilhaben an solchen Choreografien zum Beispiel im Zentrum steht. Es lassen sich aber auch unterschiedliche Gruppierungen identifizieren. Also es gibt sogenannte Kundenfans, das ist eher etwas, was so in den 80er Jahren in Mode war, eher Männer mittleren Alters, die dann eben so Jeansjacken mit so Patches der Vereine aufgenäht hatten, viele Schals hatten, viele Utensilien, Fanutensilien mit sich geführt haben. Die findet man nach wie vor noch in den Stadien, aber eben nicht mehr so stark, wie das in den 80er, 90er Jahren der Fall war. Dann gibt es eben Ultras und Hooligans, auf die werde ich gerne, gehe ich gleich nochmal ein. Es gibt auch inzwischen eine Mischform. Ultras werden die genannt, also der Übergang zwischen Ultrasein und Hooliganismus. Und sogenannte Allesfahrer, das sind Fans, die wirklich zu jedem Spiel, auch Auswärtsspiele, Freundschaftsspiele und so weiter des jeweiligen Teams mitfahren und die eben begleiten. Polizeibehörden teilen Fangruppierungen nochmal anders ein, nämlich eher in Bezug auf die Motivationslage, was eine Gewaltbereitschaft angeht. Ja, Kategorie A ist der friedliche Fan. Kategorie der gewaltbereite, geneigte Fan, also wo schon eine gewisse Affinität auch zu Gewalthandlungen vorliegt, und aber abgegrenzt davon Kategorie C, der gewaltsuchende Fan, der explizit Gewalthandlungen sucht und deswegen eben auch zu Fußballspielen eben schlussendlich geht. Ja, und diese Kategorie C, das ist eigentlich das, die Kategorie, wo sich eben vor allem Hooligans wiederfinden. Hooliganismus hat den Ursprung in den 1980er Jahren in Großbritannien. Das sind eigentlich ausschließlich Männer, eine männlich geprägte Subgruppe, die tätliche Auseinandersetzungen mit Fans anderer Vereine suchen, vor allem eben auch mit anderen Hooligan-Gruppierungen.
und sich da eben auch tatsächlich verabreden zu Matches, also zu Kampfhandlungen, zu tätlichen Auseinandersetzungen. Und das Fußballspiel ist eigentlich sekundär und der Ausgang des Fußballspiels ebenso, sondern es geht eigentlich eher um was anderes. Und Pilz beschreibt das ganz gut durch eine Studie, die er durchgeführt hat, dass diese Hooligans sich aus allen Sozialschichten rekrutieren. Da finden sich ebenso Akademiker, Studierende, Menschen in guten beruflichen Positionen. Und häufig haben diese Menschen eben zwei Identitäten. Einmal die Hooligan-Identität dieser Subkultur und eben ihre bürgerliche Alltagsidentität. Also dieser Spagat, der wird von diesen Menschen tatsächlich so im Alltag gelebt. Hooligan-Gruppierungen, die es heute gibt, sind häufig offen für rechtsradikale Ideologien oder stehen auch teilweise der rechtsextremen Szene recht nah. Dadurch, dass es eben inzwischen größeren Fußballstadien durch Kameratechnik gut überwacht werden und eben auch Polizeibehörden diese Gruppierungen sehr stark im Auge haben, verlagern die ihre Auseinandersetzungen zu sogenannten Drittorten. Das heißt, das sind dann eben Kämpfe, die auf sogenannten Acker-Matches außerhalb der Stadien stattfinden und dadurch ist das Dunkelfeld ziemlich hoch und vieles passiert ebenso nicht im Blickfeld der Öffentlichkeit. Ja, in der letzten Dekade ist zu beobachten, dass es eine sehr deutliche Professionalisierung in dieser Szene gegeben hat, vor allem im Kampfsport. Martial Arts wird dort häufig gekämpft und trainiert und es gibt eine sehr starke Vernetzung innerhalb der Szene, auch auf europäischer Ebene. So dass es dann eben auch länderübergreifende Kontakte gibt und auch Absprachen gibt zu diesen Art von Auseinandersetzungen. Das ist sozusagen eine Subkultur und eine Szene, die es gibt. Eine andere, die viel mehr in Erscheinung tritt und auch gesehen werden wollen, das sind Ultras. Das ist im Prinzip eine jugendliche Subkultur im Fußballkontext. Hitzler und Niederbacher schätzen, dass es in Deutschland 5.000 bis 10.000 Ultras gibt, damit auch eine sehr schnell heranwachsende jugendliche Subkultur ist, vielleicht auch die momentan größte oder personenstärkste, die so auch in Erscheinung tritt. Und Ultras kommen ursprünglich aus Italien, dort auch aus der Studierendenbewegung heraus gegründet worden. Und das Ziel ist, durch Aktionen im Stadion, zum Beispiel durch Choreografien, Spruchbänder oder Gesänge oder eben auch durch das Abfackeln von Pyrotechnik, eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen, das eigene Team zu unterstützen und zu supporten. Und Ultra sein heißt nicht nur im Stadion während des Spiels diesen Verein zu unterstützen, sondern 24/7, also eigentlich kontinuierlich, permanent und dauerhaft. Ultras setzen sich sehr stark ehrenamtlich in der Fanszene ein, fordern Mitsprache in den Vereinsstrukturen, setzen sich sehr kritisch auch mit der Kommerzialisierung des Fußballs auseinander fordern eben viel mehr Mitsprache und Partizipation ein, als das bisher tatsächlich auch so gelebt wird in den Vereinen. Problematisch ist tatsächlich, dass es auch innerhalb der Ultraszene keine ausnahmslose Distanzierung von Gewalt gibt. Also es gibt so eine Art Ehrenkodex, wie man will. Also wenn eine Gruppe angegriffen wird durch andere Fans, dann muss man sich verteidigen. Die eigene Fahne der Ultragruppierung ist ein sehr hohes Gut, was geschützt werden muss. Wenn diese Fahne durch eine andere Gruppe geklaut wird, dann hat das zur Konsequenz, dass die Gruppe sich dann auch gegebenenfalls auflöst. Also dann ist sozusagen das Verlust des Gesichtes und der Ehre und die wird eben auch mit Gewalt verteidigt. Ja, und eben ich hatte es eben schon gesagt, es gibt Überschneidungen inzwischen auch zwischen Ultra-Gruppierungen und Hooligan-Gruppierungen. Teilweise gibt es Hooligan-Gruppierungen, die ihren Nachwuchs aus der Ultraszene generieren. Und es gibt tatsächlich Mischformen zwischen beiden. Wir selber haben in unserem Arbeitskonzept für unsere Forschung diese Typologie aufgebaut. Also unten sehen Sie die Kategorien der Polizei A, B und C. Auf der X-Achse, Y-Achse zeigt dann die Gewaltaffinität, die eben ansteigt. Und die aktive Fanszene, die wir so in den Fokus nehmen durch unsere Forschung,
die besteht eben ja vor allem aus Ultras und Hooligans, aber eben auch sogenannten Kundenfans oder Allesfahrern. Genau, aber das ist sozusagen unser Arbeitskonzept in unserem Projekt. Ja, es gibt eine Überschneidung zwischen Gewalt und Drogenkonsum. Man kann auch sagen, dass Gewalt auch zu Rauscherleben führt. Und Danny Brown, ehemaliger Hooligan von Aston Villa in Großbritannien, hat das mal sehr passend beschrieben. Die Gewalt war für mich wie Heroin, sie wurde zu einer Sucht. Das Unfaire daran ist, dass man Fußball-Hooligans ins Gefängnis steckt und nicht in renommierte Reha-Kliniken, wo sie versuchen, dich zu heilen. Also er beschreibt diese Gewaltdynamik und dieses Rauschhafte da sehr plakativ und eindringlich. Und tatsächlich konnten wir in unseren Forschungen auch eine Verbindung zwischen Substanzkonsum und Gewalthandlungen zeigen. Ja, wir haben das Projekt Rauszustände, das ist ein Vorgängerprojekt, 2017 bis 2019 durchgeführt. Im Kern dieses Projektes haben wir eine Online-Befragung mit 783 Fußballfans aus der aktiven Fanszene durchgeführt, vor allem Fans aus der Ultra- und Hooligan-Szene. Wir haben ganz unterschiedliche Aspekte abgefragt zum Gewalterleben, Gewaltausübung, Delikte und Verurteilungen, Konsum von Substanzen, gesundheitliche Situation der teilnehmenden Persönlichkeitseigenschaften, also dieses Konstrukt der Big Five haben wir abgefragt und eben psychosozialen Hilfebedarf in zentralen Lebensbereichen. Wen das interessiert, wir haben zwei Publikationen herausgebracht. Ja, die Präsentation ist hier so ein bisschen zerschossen, deswegen ist die Linke nicht sehbar, aber Sie können uns gerne per Mail kontaktieren und wir können Ihnen gerne die Beiträge auch zur Verfügung stellen zum Nachlesen. Ich möchte auf ein paar Kernaspekte eingehen aus dieser Studie, denn darauf beziehen wir uns in dem jetzigen aktuellen Projekt und das ist für uns sozusagen die Arbeitsgrundlage gewesen. Wir haben in der Erhebung eben nach Substanzkonsum gefragt, haben die 30-Tage-Prävalenz abgefragt, also wurden diese jeweiligen Substanzen in den letzten 30 Tagen konsumiert. Und links in der Tabelle sehen Sie unsere Fußballfans und Sie sehen dort sehr, sehr hohe Prävalenzen durchweg, was Alkohol, Nikotin angeht, aber auch illegalisierte Substanzen. Rund 30% haben Cannabis konsumiert, 13% Kokain, 10% Amphetamine und so weiter. Im Vergleich, um das ein bisschen zu kontextualisieren, sehen Sie rechts die Daten der Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. In der Gruppe männliche Personen Alter 18 bis 25 Jahre, das entspricht auch unserer Population der Studienteilnehmer. Also wir hatten den Mittelwert 27 Jahre und 90% Männer in der Stichprobe. Und die BZGA-Studie ist eine bevölkerungsrepräsentative Studie. Und Sie sehen, dass wir in unserer Studie eben eine sehr drogenaffine Population hatten und die durchweg auf allen Ebenen deutlich höhere Prävalenzen des Substanzkonsums gezeigt haben. Ja, wir haben eben nicht nur Menschen in dieser Stichprobe gehabt, die Substanzen konsumiert haben, sondern die auch Erfahrungen mit Gewalt hatten. Und ungefähr 60% der Studienteilnehmer waren sowohl Opfer von Gewalt als auch Täter von Gewalt im Fußballkontext. Und Sie sehen so die Arten der Gewalt, die angewendet wurde. Das waren ja so die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte der Befragten hatten Gewalt gegenüber anderen Fans eingesetzt, gegenüber Sicherheitsbediensteten oder der Polizei. Ganz, ganz häufig kamen Beleidigungen vor. Also bei 80% derjenigen, die Gewalt angewendet haben, waren das eben auch Beleidigungen. Dann Sachbeschädigungen und 20% der Gewalttäter haben eben auch diese Drittort-Auseinandersetzung aufgesucht. Wenn man sich das jetzt so ein bisschen nochmal in Verbindung bringt mit den Fangruppierungen, dann zeigt sich hier, dass vor allem die Hooligans und Ultras, das waren insgesamt 355 Personen, die wir in der Stichprobe hatten. Ja, in der 30-Tage-Prävalenz des illegalen Substanzkonsums mit Ausnahme von Cannabis, das haben wir an der Stelle mal rausgerechnet, deutlich überrepräsentiert sind. Also von den Hooligans waren es
Rund 38%, die in den letzten 30 Tagen eine oder mehrere dieser Substanzen konsumiert haben, die Sie da oben sehen. Von den Ultras waren es 13%. Und ebenso finden sich bei diesen beiden Gruppierungen in einem sehr hohen Maße eben auch Gewalttäter im Kontext von Fußballspielen. Wir konnten dann auch statistisch das nochmal zeigen, dass es eine Verbindung gibt, also dass Personen, die im Vormonat illegale Substanzen oder illegalisierte Substanzen konsumiert hatten, signifikant häufiger Gewalttäter im Sport oder im Fußballkontext waren als Personen, die nicht diese Substanzen im Vormonat konsumiert haben. Wir haben dann über eine logistische Regression, also über ein spezifisches statistisches Verfahren, Prädiktoren identifizieren können, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Gewalttäter im Fußballkontext zu sein. Und es gibt da fünf Faktoren, die vor allem relevant sind. Das ist einmal ein eher geringes Bildungsniveau, also Haupt- und Realschulabschluss zu haben, ist die Wahrscheinlichkeit um das 2,3-fache erhöht. Selber Opfer von Gewalt gewesen zu sein, da ist es um das 2,4-fache erhöht. Der Konsum von illegalisierten Substanzen im Vormonat mit Ausnahme von Cannabis, da ist es um das 3,7-fache erhöht. Also das ist der Prädiktor mit dem stärksten oder größten Effekt in diesem Zusammenhang. Persönlichkeitsmerkmal von Neurotizismus um das Halbfache erhöht. Das sind Menschen, die ja psychisch eher auffällig oder anfällig sind und eher mit Konflikten ja eine ungünstige ungünstigen Umgang haben. Und wir haben so einen Aggressionsindex gebildet. Dort ist auch fast doppelt so hoch die Wahrscheinlichkeit, selber dann Täter in diesem Kontext zu werden. Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit oder Verträglichkeit, das sind eher Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit, Gewalttäter zu werden, abmildern. Also wenn die Zahl unter 1 liegt, also hier 0,7 oder 0,6, dann ist geht der Effekt in die andere Richtung. Wir haben in dieser Studie auch nach dem psychosozialen Hilfebedarf gefragt und 43% unserer Zielgruppe hatten einen psychosozialen Hilfebedarf in unterschiedlichen Ebenen. Wegen psychischer Probleme waren 16% der Teilnehmenden Partnerprobleme oder in der Familie oder im Kontext Arbeit, Schule jeweils 13%, juristische Probleme 11%, Schulden auch ungefähr 11%. Substanzkonsum, aus der Perspektive der Fans, einen problematischen Substanzkonsum hatten 4%, die aufgrund dessen einen Hilfebedarf artikuliert haben. Ja, wir haben daraus geschlossen, dass es einen spezifischen Raum und Angebote für Unterstützung braucht innerhalb dieser Szenen, dass diese Lebenswelt spezifisch adressiert werden muss und es eben entsprechende Beratung bedarf. Und dass dieser Aspekt der Schadensminderung, der in der Suchthilfe etabliert ist, hier auch eine Rolle spielen sollte, einerseits in Bezug auf den Substanzkonsum, aber eben auch auf die Gewaltreduktion. Und aus diesen Ergebnissen dieser Studie haben wir nun ein Folgeprojekt entwickelt, das Projekt SUPFAN, Substanzkonsum und Gewalterfahrung von Fußballfans. Innerhalb dieses Projektes verknüpfen wir Jugend- und Suchthilfe miteinander und haben vor allem ein niedrigschwelliges, lebensweltnahes Unterstützungsangebot für substanzkonsumierende Jugendliche und junge Erwachsene Fußballfans entwickelt. Das Projekt wird über das Land NRW finanziert, über den Aktionsplan gegen Sucht und hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Ja, wir arbeiten dort nicht alleine, sondern wir haben uns sehr gute und starke Kooperationspartner ins Boot geholt oder arbeiten mit denen zusammen. Das ist einmal die Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in Nordrhein-Westfalen, die im Prinzip eine Netzwerkstruktur von sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen Fanprojekten darstellen. Und in unserem Projekt selber haben sich 10 Fanprojekte beteiligt, die sich auf der Karte sehen. Das ist in Gelsenkirchen-Schalke, dann das Fanprojekt in Dortmund, Rot-Weiß Essen, Duisburg, Wuppertal, Düsseldorf, Leverkusen, Köln, Aachen und Paderborn. Und in all diesen Fanprojekten arbeiten eben festangestellte Sozialarbeiterinnen,
die eben die Fans an allen Spieltagen begleiten, sowohl Auswärtsfahrten als auch in Heimspielen und darüber hinaus in ihren Räumen ja im Prinzip Jugendarbeit durchführen und eben für Erstberatung zur Verfügung stehen. Und Sie sehen, das sind Vereine, die sowohl von der dritten Liga an bis in die erste Liga verortet sind und genau und ja, Punkt. Fanprojekte sind ja, unabhängige Einrichtungen der kommunalen Jugendhilfe. Sie sind seit den 90er Jahren in dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit verankert und festgeschrieben. Es gibt einen sozialpädagogischen Zugang zu der aktiven Fanszene und es adressiert werden vor allem jugendliche Fußballfans im Alter von 14 bis 27 Jahren, also die eben auch ja, Klientel oder Zielgruppe der Jugendhilfe sind. Und die handlungsleitenden Arbeitsprinzipien sind eben die Lebensweltorientierung, Beziehungsarbeit, Akzeptanz, Freiwilligkeit und Partizipation. Anfang des Jahres ist die Publikation, die Sie hier sehen, erschienen von Patrick Arnold und Jochen Kotthaus, Soziale Arbeit im Fußball, sehr zu empfehlen. Und auch unser Projekt wird dort auch nochmal näher vorgestellt. Ja, unser Projekt Subfan hat beinhaltet im Prinzip drei zentrale Elemente. Einmal die Schulung von SozialarbeiterInnen in den beteiligten Fanprojekten, die Entwicklung und Implementierung eines online-basierten Beratungsportals, also in dem sich Jugendliche und junge erwachsene Fußballfans beraten lassen können. Und eben Begleitforschung und Evaluation. Wir führen teilnehmende Beobachtungen in Fußballstadien durch. Wir machen Spieltagsdokumentation und werden jetzt noch Tiefeninterviews mit Fans aus der Ultra- und Hooligan-Szene führen, um so die Dynamik zwischen Substanzkonsum und Gewalterfahrung noch mal näher zu ergründen. Ja, die Schulung der SozialarbeiterInnen in der beteiligten Fanprojekte, die haben wir letztes Jahr durchgeführt. Die wurden allesamt in MOVE geschult. MOVE ist ein Weiterbildungsformat, das die Landesfachstelle für Suchtprävention GENKO in Nordrhein-Westfalen entwickelt hat, diese mehrtägige Weiterbildung und eben auch durch zertifizierte Trainer durchführt. Und Bestandteil dieser Kurzintervention ist einmal eine Schulung in dem Hintergrundwissen zu Substanzkonsum und Suchthilfe, Suchtdynamiken, der Frage der, wie sich Veränderungen entwickeln, Verhaltensveränderungen. Das transtheoretische Modell nach Prochaska und die Clemente ist dort sehr zentral und eben in der Kommunikation wird in motivierender Gesprächsführung nach Miller und Rollnick die SozialarbeiterInnen geschult. Dann zusätzlich haben die Fachkräfte eine Schulung bekommen in Online-Beratung. Also wie organisiert man Online-Beratung? Wie sind Abläufe dort? Was sind die Spezifika in der Kommunikation, wenn man E-Mail- oder Chat-Beratung durchführt? Welche Grenzen und Herausforderungen gibt es? Und genau, und welche, genau, ich sagte gerade, welche Spezifika diese Kommunikationsform haben. Diese Schulung wurde von einer sehr erfahrenen Beraterin durchgeführt, einer Psychologin, die für die Telefonseelsorge seit vielen Jahren Online-Beratung durchführt und eben auch Fachkräfte dort regelhaft schult. Und diese Fachkraft supervidiert nun auch die SozialarbeiterInnen in den Fanprojekten im Laufe der, ja, der verbleibenden Projektlaufzeit. Dieses Online-Portal, was wir entwickelt haben, ist seit März diesen Jahres online und präsent. Sie finden dort die Möglichkeit einer Chat- und Mailberatung. Es gibt einen Wissensbereich zum Thema Substanzkonsum, Strafrecht, Gewaltproblemen, Schulden. Dieser Bereich, der wird nun sukzessive ausgebaut. Es gibt eine georeferenzierte Suche von Beratungsstellen, Fananwälten und Fanprojekten. Und wir planen ebenso den Livestream noch von Veranstaltungen, die rund um das Thema psychische Gesundheit, Gewalt, juristischen Fragestellungen und Substanzkonsum in Verbindung stehen. Ja, ich habe jetzt ein paar Bilder von diesem Portal hier. Sie sehen jetzt hier die Eingangsseite. Wir haben einen Teaser, in dem zukünftige Veranstaltungen beworben werden.
ja, und an denen sich eben auch Fans beteiligen können. Es gibt einen Bereich, in dem die Beratungsformate beschrieben werden und das Projekt nochmal beschrieben wird. Die Fachkräfte stellen sich dort vor, also man sieht, welche BeraterInnen aus den jeweiligen Fanprojekten dort tätig sind, das Projekt selber und wir stellen uns vor. Und in diesem Wissensbereich hier unten rechts gelangt man dann in den Bereich, in dem nochmal ja, im Prinzip so etwas wie Psychoedukation Informationen bereitgestellt werden. Wir haben eine georeferenzierte Suche implementiert. Also man kann einmal hier oben dann bestimmte Beratungsstellen suchen. Unten kann man jetzt über so verschiedene Buttons verschiedene Beratungsformate abfragen, also über Mail, per Mail. Man kann einen Chat buchen sozusagen zu einem bestimmten Zeitraum und dann mit BeraterInnen chatten. Man kann aber auch eben zu bestimmten Zeitfenstern, wenn Menschen online sind, wie eine offene Sprechstunde, eben dann diese Chatberatung auch in Anspruch nehmen. Ja, die georeferenzierte Suche, das kennen Sie wahrscheinlich aus anderen Portalen. Man kann eben einen Standort eingeben und dann eben auch nach bestimmten Themenschwerpunkten suchen. Fananwälte, Fanprojekte, Jugendberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung. Und diese Adressen werden dann ausgespielt und dann eben auch auf einer Karte angezeigt. Im Wissensbereich haben wir einmal bisher Informationen, Unterstützung für Fans, also was machen Fanprojekte, wie arbeiten die, wo findet man die. Der Fanrechtefonds werden vorgestellt. Das ist ja im Prinzip ja selbst organisiert aus der Fanszene heraus, werden eben Unterstützungsmöglichkeiten angeboten, wenn es juristische Konflikte gibt. Und es gibt Fanhilfen, die ebenso eine rechtliche Beratung, Erstberatung und Unterstützung leisten, wenn Fans juristische Probleme haben. Und unter dem Button Substanzen finden Sie dann Informationen zu unterschiedlichen Substanzen, stoffgebundenen, aber auch Verhaltenssüchten. Wenn man die Reiter jetzt jeweils aufklappt, gibt es eben ja im Prinzip Harm Reduction Hinweise, die dort eben vermittelt werden. Ja, im Prinzip ist dieses Projekt eine digitale Transformation zwischen Suchthilfe und Jugendhilfe. Es geht um Informationssammlung zu zielgruppenspezifischen Themen. Es werden Beratungsstellen eben angeboten in Nordrhein-Westfalen. Also dieses Projekt ist lokal begrenzt auf NRW bisher, aber bundesweit einmalig. Und genau, es gibt eine zielgruppenspezifische Beratung durch geschulte SozialarbeiterInnen. Eine niedrigschwellige Beratung und die eben auch anonym durchführt. Ja, zum Schluss möchte ich gerne auf einen digitalen Fachtag hinweisen. Der findet am 24. Juni statt, also ja, in 2 Wochen ungefähr, von 9:30 Uhr bis 15 Uhr. Wenn Sie jetzt mit Ihrem Handy unten rechts den QR-Code abfotografieren, haben Sie den Zugang direkt zu WebEx, können Sie sich abspeichern. Das Programm finden Sie auf unserer Portalseite www.fan-support.de. An diesem Tag haben wir viele VertreterInnen aus den Fanprojekten vor Ort, die aus ihrer Arbeit berichten. Wir stellen dieses Projekt nochmal dezidiert vor und haben ebenso nochmal einen Referenten aus der Suchthilfe, der nochmal Informationen vermittelt, welche Trends es aktuell gibt in der Suchthilfe, welche Beratungsanfragen es gibt, vor allem in Bezug auf jugendliche und junge erwachsene Konsumenten. Ja, ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.